bin Ilse Koch. Vielleicht kennt ihr mich als die Hexe von Buchenwald. Die grausamste Tat, die man mir zuschreibt, ist die Herstellung von Lampenschirmen aus der tätowierten Haut meiner Gefangenen. Eine eiskalte Brise weht über das Konzentrationslager Buchenwald, wo ich, neben meinem Ehemann Karl Otto Koch, das Sagen habe. In meiner düsteren Welt, einer Welt voller Elend und Leiden, blicke ich auf die ausgezehrten Häftlinge und spüre dabei eine perverse Freude. Jeder von ihnen ist ein neues Muster, ein neuer Lampenschirm in meiner Sammlung. Die eisigen Augen meiner Gefangenen suchen nach Hoffnung, doch in meiner Welt gibt es keine. Ich erinnere mich an einen Gefangenen, einen jungen Mann mit einem beeindruckenden Tattoo auf seinem Rücken. Er sah aus, als käme er von weit her, vielleicht aus dem Osten. Er zitterte vor Kälte und Angst. Ich hatte entschieden, seine Haut würde der nächste Lampenschirm sein. Tage später stand eine neue Lampe in meinem Haus. Ein faszinierendes Kunstwerk aus menschlicher Haut. Das Leben des jungen Mannes, dargestellt in Tinte und Haut, war nun ein Teil meiner Sammlung, eine Erinnerung an meine Macht und Grausamkeit. Nach dem Krieg wurde ich zur Verantwortung gezogen. Meine Taten schockierten die Welt. Sie nannten mich die Hexe, die Bestie, die Königin von Buchenwald. Der Prozess in Dachau 1947 war eine Sensation. Mein Name wurde zu einem Symbol des Bösen. Meine grausamen Taten wurden aufgedeckt und ich wurde zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Aber auch in der Dunkelheit meiner Gefängniszelle, mit dem Wissen um meine Schuld, bleibt in mir immer noch ein Hauch der alten Ilse, der Hexe von Buchenwald.